Leute, ich verstehe das nicht. Ich möchte mich jetzt orientieren und wissen, wie oder warum ich hier hin muss. Hier ist ja nichts. Oder wäre das jetzt das, wo ich hin muss? Hier ist Technik. Hier ist die andere Technik, wo ich herkomme. Genau. Hä? Leute, inwiefern hätten wir dann das Kirchenjump'n'Run? Hä? Das haben wir jetzt auch noch geschafft. Was? Ach, ja. Ach, dann war das die Grube da. Okay, aber ich will trotzdem wissen, wie wäre ich denn da hingekommen, Mensch? Oh, jetzt ist was offen, okay. In der Kirche darf auf Peaceful gespielt werden. Hä, wo komme ich denn dann hin? Oder her? Ach so. Hier bin ich doch hingekommen. Aha. Ich verstehe, okay. Aber wie komme ich da hoch? Das ist das, was ich nicht verstehe. Hätte man mit dem Minecart da hinfliegen sollen oder wie? Weil wie soll man denn da Jump'n'Run hochjumpen? Man hat ja hier eigentlich nichts. Also eventuell auf den Lightstones, weil hier ist ja auch zusammen. Also eventuell auf den Lightstones, aber wie wäre man denn auf die Lightstones anschließend gekommen? Das verstehe ich nämlich auch nicht wirklich. Warte, vielleicht den hier. Hier dann hoch. Ah, von hier kommst du jetzt auch nicht mehr weiter. Auf die Lightstones oder so kommst du jetzt ja auch nicht hin. Obwohl, warte, du kannst ja hier auf den Baum. Ah, verstehe ich das? Da hätte man bestimmt bis nach da hinten springen sollen. Kann es sein, dass das richtig ist, was ich mache? Ich muss das eigentlich gar nicht machen. Ich habe das Kirchenjump'n'Run ja schon gecheatet, aber allein der Richtigkeitswillens mache ich das. So. Wenn man jetzt nach hier gekommen wäre und da muss ich ja dann hier hin, ne, glaube ich. So. Ach, das hätte geklappt. Ach so. Ach, so hätte man das machen sollen. Okay. Ja, gut. Mein Fehler. Alles klärchen, weiß Bescheid. So, aber was ist denn jetzt hier Minecart? Was ist das denn jetzt schon wieder? Wir haben nur ein Minecart. Oder? Haben wir nur eins bekommen? Ich glaube ja. Und das wäre dann hier in dem Minecart-Haus, wo wir hergekommen sind. Was meinen die hier mit Minecart? Ich weiß es nicht. Hier geht's wieder in den Underground. Schlafe, bevor du das und das gemacht hast. Okay. Aber gebracht hat mir das jetzt ja auch nichts. Hier ist doch kein Schalter oder so, als was dieses Minecart auslösen konnte. Hä? Leute, ich weiß ehrlich nicht, was die meinen mit Minecart jetzt. Wo ich hin soll. Wo ich mich doch hinbegeben soll. Würde gerne allerdings mal wissen, ob dahinter jetzt irgendwas ist. Hier ist nur Technik, wa? Ah, hier ist nur Technik. Okay, hab nichts gesehen. Ich kann ja wieder zubauen. So. Mensch, was meinen die denn mit Minecart? Ich muss dann wieder mit irgendwas fahren, aber wo ist denn das? Oder, warte mal, oder ist das eventuell dieses Goldding? Oh Gott, ich bin ja immer noch im Creative. Ist das vielleicht dieses Goldding, diese Goldquest? Na, komm ran hier. Böse Goldquest. Ist das eventuell die? Na, ist es die, ist es die, ist es die? Nee, ist es nicht. Hä? Leute, ich verstehe das nicht, ehrlich nicht. Wie soll man das denn? Hä? Ich komme nicht weiter. Kommt ihr weiter? Oder könnt mir sagen, wie ich weiterkomme? Ich verstehe das nämlich nicht mehr. Ich bin jetzt hier ratlos. Ey, hier geht's aber runter. Zum Keller. War ich im Keller oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Schlafen wird dringend empfohlen. Alles klar. Mit anderen Worten, wir werden wieder gesprengt. Juhu! Schweine! So. Fahre diese Strecke so oft, bis du alle Schalter... Was? Bis du alle Schalter und andere Dinge aktiviert hast. Dass du alles aktiviert hast. Zeig die Fackel links an. Wir wünschen dir keinen Spaß und den Tod. Wow, sind die freundlich. Und so sozial gestellt. Was jetzt hier? Immer nur einen Bogen und einmal Pfeile nehmen. Minecarts nur hier verwenden. Immer nur eins nehmen. Okay. Und dann muss ich jetzt hier einfach nur rumfahren und probieren, irgendwie Ziele zu treffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Probieren wir es. Was? Ich muss das Minecart abschießen. Hilfe! Was denn jetzt? Was? Ach, super. So, das hätten wir. Okay, haben wir auch. Und jetzt?
Ob ich alles aktiviert habe, zeigt mir die Fackel links. Welche Fackel links? Wenn ich fragen darf. Oh. Wow, da war auch noch was. Ich hab's doch genau gesehen. Da war auch noch ein Schalter. Warte, da will ich jetzt nochmal hin. Da war jetzt auch noch ein Schalter. Den habe ich doch gesehen. Genau hier jetzt. So, den habe ich jetzt auch gedrückt. Und jetzt? Ist da noch was? Oder war es das jetzt? So. Hier wieder weg. Hier rein. Da, den habe ich ja gedrückt. Und dann war ich jetzt wieder hier. War es das jetzt? Warte mal, lass mich nochmal lesen. Andere aktiviert, dass du alles aktiviert hast. Zeig die Fackel links an. Ach, die! Alles klar. Also haben wir noch nicht alles. Na gut, dann probieren wir es nochmal. So, das Minecart haben wir. Und... Mist, das habe ich jetzt nicht gedrückt, okay. Okay. Dann nochmal. Ob wir das hinkriegen, ist aber schon lustig. So... So, jetzt haben wir das gedrückt. Und jetzt, war das jetzt alles oder immer noch nicht? Immer noch nicht? Ha, nur... Oh. Ich glaube, ich habe den jetzt mehrmals betätigt. Nee, warte, ich will jetzt gucken. Warte mal. Das haben wir ja gemacht, ne? Was? Schieß mich ab. Süß. So, waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Deshalb würde ich den nämlich auch mal drücken wollen. Aber wie wären wir hier hingekommen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Wir wären da irgendwo rausgekommen. So, wir wären hier lang gefahren. Den hatten wir ja gedrückt. Wir wären hier reingekommen. Wir hätten den hier immer, wenn ich um die Ecke fahre, habe ich auch ein Schwarzbild gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Oh. Ist immer noch nicht an. Hm. Muss ich die alle runterdrücken? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal. Hehe. Stimmt nicht das Richtige, aber... Ja, was soll ich machen? Jetzt wieder aktiviert. Soll das so sein oder nicht? Mann! Ich bin zu blöd für die Map, ehrlich. Sind alle unten. Ist das jetzt richtig falsch oder richtig falsch? Auch falsch. Hä? Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Jeden Schalter nur einmal betätigen. Ja, das habe ich ja jetzt leider nicht gekriegt. Ich will mal jetzt wissen, wie das hier vonstatten gehen soll. Das verstehe ich nämlich nicht so. So, das wäre jetzt für das Ding da hinten gewesen, wa? Ich probiere gerade die Redstone-Schaltung zu verstehen, aber irgendwie... Es hat der Wurm drin. Pass mal auf. Ach, der wäre, glaube ich, noch gewesen. Der. Ups. Ja, jetzt habe ich eh schon alle Schalter mehrmals betätigt, also von daher. Der ist auch unten. Der ist oben, der muss aber auch nach unten. Schätze ich. Ich glaube, ja. Der ja auch. Der funktioniert ja jetzt nicht mehr. Ach ja, haha. Ich war ja so ein Superheld. Ich habe das kaputt gemacht. Weil ich sehr, sehr böse bin. So. Oh Gott, ich komme mir ein bisschen blöd vor. Sind das jetzt alle? Oder fehlt dir noch was? Dir fehlt noch was? Hä? Was fehlt denn noch? Unten. 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 Und. Ah. Unten. Jetzt muss es aber sein, weil wenn es jetzt nicht ist, dann breche ich die Scheibe ein und schlag die Fackel. Ach, Gott sei Dank, so. Mann. Und wieso sollte ich jetzt dringend schlafen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh Gott. Leute, das ist kompliziert. So, jetzt haben wir es aber eigentlich. Was ist, wenn wir jetzt alle Rätsel gelöst haben? Was dann? Und dann, was ist das jetzt mit der Map? Gibt es keinen Abschied? Ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt hier eigentlich alle Rätsel gelöst. Was heißt denn das jetzt für mich? Das ist das, was ich wissen will. Geht's jetzt hier irgendwo noch weiter? Ich gucke gerade. Ich weiß, ich soll das. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier gucke, aber... Ich will's ja wissen. Nee, ich glaube, das war's jetzt mit der Map, weil wir haben ja jetzt alle Rätsel gelöst.
dum, 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 dum. Ich glaube, das war's jetzt. Also, wenn ich jetzt schätze, ich würde sagen, das war's jetzt. Oder? Hm. Da oben ist was Dunkles, aber ist das, glaube ich, nur so. Okay. Nee, ich würde dann sagen, das war's mit der Map. Dann stelle ich mich jetzt und beende das. Ja. Mann. Okay, also, das war also die Map von Doonuts and Moobirds. Was soll ich dazu sagen? Also, ich fand sie eigentlich ziemlich, ziemlich lustig. Dass ich so oft verarscht wurde, fand ich schon mal assig. Nee, hat aber wirklich was Neues ausgemacht. War eine neue Map. Was ich nicht so toll fand, ist, dass es irgendwie Dschungelstory ging, irgendwie anfangs oder sowas, und Prüfungen oder sonst noch was. Und ganz plötzlich bin ich in einem Mittelalterdorf, wo ich Quests lösen muss. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Wo ist der Zusammenhang? Wo ist dieser Übergang? Ich komme vom einen ins andere. Das ist... Nee, finde ich nicht so toll. Das ist als Spieler ein bisschen verwirrend. Weil du dich an eine Story anfänglich anfängst, also wirklich probierst, die Story zu verstehen und auch eben mit der Story zu spielen, auf einmal hast du eine ganz andere da. Dann stehst du auch und denkst so... Hä? Was? Also, das ist schon sehr kompliziert und da steigt man noch so nicht durch. Deshalb finde ich das ein bisschen schlecht. Aber an sich so die Kirche, also die Bauten jetzt waren super. Manche Quests hat mich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Und mir haben ehrlich gesagt am Anfang die Regeln gefehlt. Ich wurde ja sofort auf diesem Podest da gespawnt, aber Regeln? Nö. Also Regeln gab's keine. Ich habe keine gefunden. Und das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht gab's hier irgendwo und ich wurde irgendwie falsch hingelotst. Die gab's bestimmt da oben in dem Haus. Ganz am Anfang. Wie man da hochspringen sollte, verstehe ich aber auch nicht. Aber vielleicht wusste das ja einer von euch. Ihr seid ja... Guckt euch das ja an und wisst dann wieder viel mehr als ich. Ihr habt ja auch die Ruhe und guckt euch das an. Ich muss das hier noch spielen, ne? Ist gleich Konzentration. Nee. Ich fand schon ein bisschen seltsam, aber naja. Ansonsten fand ich die Map wirklich super und absolut traumhaft. Ich fand sie wirklich toll zu spielen. Und Doonuts und Moobirds. Ich hasse... Wie ist der Moobirds? Wie ist denn der? Doonuts und Moobirds. Okay. Ich hasse euch beide dafür, dass ihr mich so verarscht habt. Das war jetzt gemein. Mit den Pfeilen und dann mit der Lava und so weiter. Nee, merke ich mir alles hier. Nee, das geht gar nicht. Das ist schön. Finde ich gut. Aber dass sie auch immer so einem vorher andeuten, du solltest jetzt schlafen gehen, dann denkt man sich schon so, oh Gott, nee. Also das merkt man schon. Fand ich auch ganz gut. Aber wie gesagt, ansonsten fand ich die Map eigentlich wirklich toll. Hat auch Spaß gemacht zuzugucken, sie zu spielen, keine Frage. Aber wie gesagt, ein paar Verbesserungsvorschläge hätte ich doch. Vor allem dieser Übergang fehlt mir. Manche Sachen sind wirklich unklar, wo man dann wirklich steht und du denkst, wie komme ich denn jetzt weiter? Was soll ich jetzt tun? Hä? Man hat es ja gemerkt. Ich sag mal, ich habe das jetzt stellvertretend für den Otto-Normalverbraucher gespielt und ganz durchgestiegen bin ich nicht. Naja, aber egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Map zu Let's Playen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, das dabei zuzusehen. Müsste euch ja Spaß gemacht haben. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Map, in der nächsten Aufnahme. Und ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Also, bis dann, arrivederci. Ciao.